Wie viele Gemeinden in der Region stimmten sich auch die Reutlinger Kretlerhexer und Galgenberg-Deifel auf die fünfte Jahreszeit ein. Die Narren trafen sich zum traditionellen Häsabstauben. Doch vorher bekamen die Gäste Musik von der zünftigen Gruppe Albraguga zu hören. Manche Hexen richtete der Henker hin, andere bekamen ein Staubwedel ins Gesicht, damit sie endlich erwachen konnten. Auch ein neues Mitglied nahm die Hästräger bei sich auf. Doch bevor der Neue in die Reihen seiner Kumpanen aufgenommen wurde, musste er einige Fragen beantworten. Bei jeder falschen Frage musste der neue Hästräger einen Löffel von einer undefinierbaren Speise nehmen. Ein Narr muss sich schließlich als würdig erweisen.